Verbänden und Nichtregierungsorganisationen, dass wir im Auftrag des Grundgesetzes unsere Informations- und Mitwirkungspflichten erfüllen. Und diese Reihe Sozialpartner-Arbeitgeber im Dialog ist Teil dieses Auftrages. Ich bedanke mich recht herzlich beim regierenden Bürgermeister der Stadt Berlin, dass er das Thema Gerechtigkeit, bedingungsloses Grundeinkommen, Hartz IV, auf die Tagesordnung gesetzt hat, lange nachdem wir diese Veranstaltung festgesetzt haben. Aber ich denke, dass dieses Thema unabhängig von den einzelnen politischen Interventionen zu einem der zentralen gehört. Und wie der Titel Sozialpartner zeigt, ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit oder wie gerecht es in Deutschland gibt, eines unserer Herzensanliegen. Und nachdem wir ja jetzt zumindest laut Erklärung von Kanzler und Vizekanzler oder Kanzlerin und Vizekanzler eine arbeitende Regierung haben, wird das Gerechtigkeitsthema möglicherweise auch in Gesetzgebung geronnen wird. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Wahlprogramme erinnern. Die Wahl war im letzten Jahr. Eines dieser Wahlprogramme hatte den Titel Zeit für mehr Gerechtigkeit. Dieser Slogan suggeriert ja mehrere Dimensionen. Erstens, Deutschland ist nicht gerecht genug. Zweitens, es wurde in den letzten Jahren zu wenig für Gerechtigkeit getan. Und drittens, es gibt einfache Mittel, um unser Land gerechter zu machen. Drei Thesen, die, so ist zumindest meine Auffassung, nicht so zu Recht zu den Fakten in Deutschland zu passen scheinen. Die Wirtschaft in Deutschland funktioniert gut. Manche würden sogar sagen, sie brummt. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief. Sowohl die Brutto- wie die Nettolöhne steigen. Und wir haben mehr Beschäftigte denn je. Damit sind die primären Voraussetzungen der Gerechtigkeit in der sozialen Marktwirtschaft eigentlich erfüllt, nämlich eine funktionsfähige, wettbewerbliche Ordnung, die ein primäres Sozialprodukt produziert. Damit stellt sich für die Politik aber auch dann andere Fragen. Wenn das eine schon erledigt ist, kann man sich ja auf das Sekundäre, also auf die Sekundärverteilung konzentrieren. Die politische Diskussion in Deutschland konzentriert sich ja nicht darauf, wie erhalten wir die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Das wird irgendwie als Gott gegeben, hingenommen. Der Koalitionsvertrag geht ja davon aus, dass der Aufschwung nicht wie statistisch im Durchschnitt 7, sondern 14 Jahre hält. Und prognostiziert alle diese Aufnahmen. Es gibt auch keine außenwirtschaftlichen Probleme und die Zinswende, die sich andeutet, macht um Deutschland einen großen Bogen. Das sind ja die Grundannahmen, die für die Fortsetzung dieser Primärfunktionserfüllung gegeben sind. Und deswegen konzentriert man sich auf die Sekundärfragen. Das heißt, wie können wir das Sozialprodukt umverteilen? Und die Diskussion um Gerechtigkeit hat in Deutschland nämlich Konjunktur. Man hat ja diese Suchfunktion mit diesen neuen modernen Programmen und wenn man das Thema Gerechtigkeit im Koalitionsvertrag sucht, dann kommt es insgesamt 91 Mal vor. Wenn man die Begriffe Leistung, Freiheit, Wettbewerb und Eigenverantwortung eingibt, in der Summe weit unter 91 Mal. Es geht um Einkommensgerechtigkeit, es geht um Vermögensgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Gerechtigkeit bei der Rente, im Handel und bei den Chancen. Und wenn Sie einen Begriff in einer solchen Art und Weise, manche mögen empfinden, inflationär verwenden, dann stellt sich die Frage, was meint man eigentlich mit dem Thema Gerechtigkeit? Und damit sind wir bei der Fragestellung, die wir uns heute stellen. Sprechen wir von sozialer Gleichheit oder sprechen wir von Chancengerechtigkeit? Zwei unterschiedliche Konzepte. Wie gerecht ist eigentlich ein Mehr an Umverteilung gegenüber dem Maß an Umverteilung, wie wir es in Deutschland bereits haben? Jeder zweite Euro im Bundeshaushalt dient der Umverteilung von Mitteln zwischen Primärleistungserbringern und Sekundärleistungsempfängern. Oder ist gerecht, mehr Hilfe zur Selbsthilfe zu machen? Erreichen wir Gerechtigkeit durch Maßnahmen wie das Entgelttransparenzgesetz, ein Thema, wo Arbeitgeber sensibler sind wahrscheinlich als der Durchschnitt der Bevölkerung? Und ist ein solidarisches Grundeinkommen der richtige Weg für mehr Gerechtigkeit oder gar ein bedingungsloses Grundeinkommen? Oder ist es eigentlich nicht die Kapitulation vor der Herausforderung der Langzeitarbeitslosigkeit oder wie es im politischen Bereich gelegentlich schon mal beschrieben wird, eine Stilllegungsprämie für Menschen angesichts politischen Unvermögens, politischer Herausforderungen tatsächlich auch
zu begreifen. Wie unfair ist eigentlich Hartz IV? Und sind eigentlich Themen, die wir nicht im Sozial- oder im Gerechtigkeitsbereich untergebracht haben, sehr viel wichtiger? Ist Aufstieg durch Bildung nicht die eigentliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts oder der nächsten Jahrzehnte? Wenn es stimmt, dass durch die Digitalisierung die Talente, die wir erwerben, sehr viel schneller entwertet werden, ist dann die Frage von ein Mehr an Umverteilung, tatsächlich auch ein Mehr an Talentnachhaltigkeit? Oder könnte es nicht so sein, dass das Thema Bildung, was erfreulicherweise in dem Koalitionsvertrag auch eine Rolle spielt, die eigentliche soziale Gerechtigkeitsfrage ist, wie wir Talente, die möglicherweise in 10 oder 15 Jahren in dieser Art und Weise in Deutschland, in Europa nicht mehr nachgefragt werden, sofort entwickeln können, dass sie den zukünftigen Qualifikationsprofil entsprechen? Ist das nicht die eigentliche soziale Frage und die Gerechtigkeitsfrage? In diesem Zusammenhang verwundert mich auch sehr, dass wir die Diskussion sehr auf den Begriff Hartz IV in den letzten Tagen fokussiert haben. Also die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit um? Die Position der BDA ist da relativ klar. Der Staat darf vor Langzeitarbeitslosigkeit nicht kapitulieren. Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist die politische zentrale Verantwortung. Aber die Frage ist, mit welchen Instrumenten erreichen wir das? Wir haben in den vergangenen Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit eine grundlegende Reform in der Konzentration auf das, was Sie den Kunden nennen, durchgeführt. Also ein individuelles Profiling als Grundlage unserer Arbeitsmarktpolitik, um verschiedene Formen von Arbeitslosigkeit zu minimieren. Wir haben in der Prognose der Bundesregierung in den nächsten Jahren eine Arbeitslosigkeit unter 2,5 Millionen. Offensichtlich eine sehr erfolgreiche Politik. Wenn ich die Diskussion jetzt gucke, wird weniger über die Integration der verbleibenden Langzeitarbeitslosigkeit, also mit welchen Instrumenten schaffen wir, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, was die vorrangige soziale Funktion ist, nicht gesprochen, sondern es wird darüber gesprochen, können wir die Sanktionen bei Hartz IV verändern? Können wir möglicherweise Hartz-IV-Sätze heraussetzen? Da will ich dazu mal ein Zahlenbeispiel bringen. Wenn Sie eine vierköpfige Familie mit zwei erwachsenen Haushaltsvorständen und zwei Kindern in Berlin ernähren wollen und vergleichen das mit einem Einkommen von Hartz-IV, stellen Sie sich die Frage, wie viel muss ich brutto eigentlich bei einer 38-Stunden-Woche verdienen, um das zu bekommen, was in Berlin neben den Bedarfssätzen auch Wohnung und Unterkunft, hier mal kommen, da sind es 15,40 Euro. Der Mindestlohn liegt unter 9 Euro und wir haben eine gewisse Spanne von 15,40 Euro, wo beispielsweise ein Bankkaufmann hier in Berlin im ersten, zweiten Berufsjahr seine Familie aus regulärer Arbeit erhält. Deswegen stellt sich mir die Frage, wenn wir über die Situation von Leuten mit 15,40 Euro Bruttoeinkommen diskutieren, ist die Frage, wie hoch die Sozialversicherungsbeiträge für diese Menschen sind, nicht eigentlich die eigentliche Gerechtigkeitsfrage oder eine ganz wichtige Gerechtigkeitsfrage? Insbesondere je niedriger das Einkommen ist, umso relevanter ist ja die Frage, wie hoch der Renten-, der Kranken-, der Arbeitslosenversicherungsbeitrag ist, weil in diesen Einkommensbereichen ja oftmals gar keine Steuer bezahlt wird. Also der Kampf der Arbeitgeber für niedrige Sozialversicherungsbeiträge ist nicht nur ein Kampf gegen zu hohe Bruttoarbeitskosten, sondern ist auch ein Beitrag für stärkeres, verfügbares Einkommens, gerade in niedrigeren und niedrigsten Einkommensbereichen, weil sie in diesem Kontext besonders betroffen sind. Und wenn es darum geht, wenn wir eine Stufe höher gehen und in den Bereich der kalten Progression voranmarschieren, ist die eigentliche Frage von Politik denn nicht die Frage, wie mild, wie es der Bundesarbeitsminister ausgedrückt hat, wie mild Sanktionen sind, sondern schaffen wir es eigentlich mal in Deutschland, die schrittweise, und das ist dann in vielen Wahlprogrammen, die schrittweise kontinuierlich ansteigende Besteuerung, gerade kleiner und mittlerer Einkommen, die sowohl von den Sozialabgaben wie von der Steuer betroffen sind, besser zu behandeln. Denn die soziale Frage stellt sich ja nicht nur von den Transferleistungsempfängern, sondern die soziale Ungerechtigkeitsfrage stellt sich ja auch von denjenigen, die über ihre Sozialabgaben und ihre Steuerzahlung dieses Transfersystem finanzieren. Gerechtigkeit hat zwei Seiten der Medaille und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Politik neben der Frage, ob es noch Effizienzsteigerungspotenziale bei Hartz IV gibt, und dabei ist mir der Titel relativ egal, diskutiert offensichtlich ja mehr über den Titel als über Inhalte, diese Frage von Gerechtigkeit
und diese Frage von politischer Fokussierung ein stärker heranzutreten. Deswegen freue ich mich, dass es uns heute gelungen ist, mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema, wie gerecht ist Deutschland, zwei exponierte Vertreter der Wissenschaft eingeladen zu haben, und die sind auch gekommen. Ich begrüße recht herzlich, und sie ist mit dem Fahrrad nachhaltig ökologisch angereist, die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Frau Prof. Dr. Anke Hassel, als eine unserer Referentinnen. Herzlich willkommen, Frau Prof. Hassel. Frau Professor Hassel ist regelmäßige Gesprächspartnerin in sozialpartnerschaftlichen Dialogen. Sie hat heute allerdings die Funktion, sozusagen die vermutete Nähe der Hans-Böckler-Stiftung zur gewerkschaftlichen Position heute hier ein Stück weit auszuleuchten. Mit genau dem gleichen bösartigen Hintergedanken habe ich natürlich Dr. Michael Hüter hier eingeladen. Er ist Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, dasjenige wissenschaftliche Institut, dem es in den letzten Jahren gelungen ist, zu den mit meist zitiertesten und damit wirkmächtigsten volkswirtschaftlichen Instituten zu sein. Herzlich willkommen, Herr Professor Hüter. Und es ist ja so, dass so unabhängig das IW ist und manchmal auch Dinge macht, die den Arbeitgebern nicht gefällt, natürlich ist auch immer in der Presse steht, die seien besonders arbeitgebernah. Ich glaube, dass allerdings das kein Etikett ist, was weder für Ihr Institut wie das Ihrige hinreichend erklärt ist. Es sind beides Institute, die sich mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Schwerpunkten mit der Gerechtigkeitsfrage beschäftigen. Damit Sie nicht immer nur mich als Moderator haben, haben wir jemanden eingeladen, den die Vertreter des politischen Bereiches zweifelsohne kennen, nämlich Oswald Metzger, der heute als Publizist firmiert. Oswald Metzger hat Oswald, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, eine schillernde politische Karriere hinter sich. Er war Bundestagsabgeordneter der Grünen, er ist Mitglied jetzt der CDU, er ist in verschiedenen marktwirtschaftlichen Initiativen prominent tätig, er hat eine spitze Feder, man könnte auch sagen, eine freche Klappe, und das ist eine Grundvoraussetzung für einen Moderator. Herzlich willkommen, lieber Oswald Metzger. Es bleibt mir jetzt noch, Sie eigentlich, das habe ich noch nicht hinreichend gemacht, auch im Namen meines Kollegen Alexander Gunkel, Sie herzlich im Namen der BDR zu begrüßen. Ich glaube, das habe ich am Anfang vergessen. Und wenn Sie auf zwei Dingen sitzen, dann sind das zwei etwas ausführlichere Positionsbestimmungen der BDA, die ich Ihnen auch empfehle, in den nächsten Monaten und Wochen vielleicht als Referenz, als eine Stimme aus der Sozialpartnerschaft mitzunehmen, die das Thema soziale Gerechtigkeit und Arbeitsmarktpolitik anhand von zahllosen Fakten aufordnen. Es ist nur eine Ergänzung zu heute. Ich freue mich jetzt, Frau Professor Hassel, dass Sie einen ersten Impuls geben, gefolgt von Herrn Hüter, und dann wird Oswald Metzger die Moderation sachkundig, fachkundig und lebendig übernehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es spricht zu Ihnen Frau Professor Hassel. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Applaus